Ein herzliches Willkommen bei MeiersTV 84, Part 2 in der Einzelfallbetreuung, Thema Rechte und Pflichten. Als erstes werden die Rechte mal durchgenommen. So oberflächlich aber nur. Ab 6 Jahre, beginnt mit 6 Jahren hier, können Kinder beim Kinobesuch mit teilnehmen. Immer in der Begleitung der Eltern oder ein Familienmitglied. Wenn man einen Schulausflug macht oder einen Kindergartenausflug. Und obwohl mit 6 Jahren ist man nicht mehr im Kindergarten. Nee. Oder des jeweiligen Betreuers. Wenn das Kind im Rollstuhl sitzt, dass es mal rauskommt. Ja, ab 6 Jahre. Ab 7 Jahre ist eine beschränkte Geschäftsfähigkeit, als dass man sich kleine Dinge kaufen kann. Zum Beispiel eine Tüte Haribo. Ab 12 Jahre wer jetzt zum Beispiel katholikisch ist, gibt es keine Religionsänderung ohne Zustimmung. Wenn man das nicht haben möchte, muss man die Eltern fragen. Und man kann natürlich ins Kino gehen ab 12. Ab 14 kann man die Entscheidung über die Religionsangehörigkeit treffen. Da kann man nur sagen, wisst ihr was, liebe Mutti, lieber Papi, ich habe keinen Bock mehr in die Kirche zu gehen, nur weil ihr es immer wollt. Ich möchte das nicht mehr und ich möchte auch ausgetragen werden. Fertig. Und da dürfen die Eltern nicht mal was dagegen sagen. Allerdings, bei diesen kirchlichen Sachen ist es oft so, außen hui in fui, da werden die Kinder aber dann manchmal, wie zum Beispiel letztes Jahr, da wollte eine Tochter, 15, war die 15 oder so, ja, nicht in die Kirche. Was hat die Mutter gemacht? Hat gesagt, wisst ihr was, ich fahre jetzt hin, war auf der Autobahn gewesen, auf dem Rasthof, du wartest hier. Es hat geregnet wie Eimer Wasser. Und irgendwann hat das natürlich einer mitbekommen, hat die Polizei gerufen. Und das ist dann eine ganz schöne Frechheit. Also die Kinder werden, trotzdem hingezwungen. Weil diese kirchlichen Sachen, bin ich nicht so der Freund drüber, weil wie da drinnen wird gesagt, helfe jeden und habe keine Vorurteile. Und wenn der andere sich möchte, dann beachte das. Und sobald man die Tür verlässt, da gibt es gleich eine mit der Ohrfeige. Ab 15 Fahrerlaubnis für Mofa und Beschäftigungserlaubnis bei Arbeitssuche, zum Beispiel Kleidung austeilen, dass man das darf. Ab 16 kann man natürlich im Kino, ab 16 gehen bei den Filmen, Gaststättenbesuch zum Beispiel, aber keine Kneipe. Ist man eidesfähig, das heißt Gericht, kann man ab 16 schon Eid ablegen. Und wenn der da natürlich dann alles gelogen ist, dann viel Spaß bei der Jugendstrafe. Testierfähigkeit bedeutet, dass man testamentfähig ist, dass man eins erstellen kann, falls man weiß, man hat nicht mehr so lange und dann kann man ein Testament schreiben von sich aus, wer sich für was kümmern soll oder sonst was. Und Fahrerlaubnis für Moped. Ja. Darauf freuen sich natürlich die Teenies manchmal. Dann denken die am Führerschein und können nicht mehr durch die Gegend fahren und sind cool. Sollen sie machen, solange sie vorsichtig sind und nicht den Straßenverkehr behindern. Ab 18 weiß ja jeder volljährig, ehemündig, strafmündig, wahlberechtigt. Obwohl, wahlberechtigt ist man heute, glaube ich, seit letztem Jahr, oder seit 2 Jahren, schon ab 16 Jahre haben sie es eingeführt. Also das ist noch ein bisschen hinfällig, das muss ich noch ändern. Und der Führerscheinerwerb, aber nicht eben für alle Klassen. Zum Beispiel für, Auto, Mofa, Motorrad, schaue ich gleich mal nach. Damit ich da gleich aus erster Hand erzähle. Beziehungsweise ich finde meinen Führerschein. Da ist er ja.
Klasse AM ist zum Beispiel auch, glaube ich, Motorrad, aber nur niedrigere Klasse. Kann man schon ab 18 machen, aber ich glaube A1, das sind schon diese leistungsfähigen Motorräder, also die ganz starken. Das war, glaube ich, ab 25 Jahre, wenn ich mich nicht irre, mit, wo man schon, glaube ich, einen Führerschein braucht oder den noch extra machen muss. Klasse B sind also die neuen Führerscheine von den Klassen her, kann man da schon machen. LKW, glaube ich, ja, LKW auch. Damals war er ja schon drin gewesen, heute muss man den Klasse C oder C1 nochmal nachträglich machen. Je nachdem, mit Anhänger oder ohne Anhänger. Auf jeden Fall zählt das zum Führerscheinerwerb. Da muss man sich aber ganz genau informieren, weil es eh alle 2 Jahre geändert wird. Und mit den Klassen, aber der Führerscheinerwerb ist da. Und ich glaube, ab 25 kann man noch die leistungsfähigen Motorräder fahren. So, dann war es erstmal zur Rechte. Aber wir sind aber bei den Pflichten. Wenn man Rechte hat, hat man auch Pflichten. Ab 6 Jahre besteht die Schulpflicht. Ich bin mit 5 in die Schule gekommen, aber das war eben vor der Wendezeit eben noch gewesen. 14 Jahre beschränkte Haftpflicht. Bedeutet, wenn du was machst, zählst du unter Jugendstrafrecht. Genauso wie mit 15. Bedingte Strafmündigkeit nach dem Jugendstrafrecht. Mit 14 wird es noch angekreidet, mit 15 wird es dann ausgeübt. Mit 16 ist man ausweispflichtig. Ja, glauben viele nicht, ist aber so. Ob jetzt nun ein, also irgendein Ausweis. Aber eigentlich der Personalausweis sollte schon sein. Ab 18 ist man, ja, strafmündig nach dem Erwachsenenrecht. Ich glaube, je nachdem, wie die psychische Situation ist, man wird ja dann geprüft, ob man eben noch beschränkt ist oder voll. Ab 20 ist das Ende der Schulpflicht. Und obwohl man noch bis 27 oder 26, glaube ich, machen kann, auch gefördert wird bis zu dem Zeitpunkt dafür von irgendwelchen Ämtern, die es eben machen. Ich hatte es nicht. 21 ist man voll strafmündig. Da zählt auch nicht mehr das Jugendstrafrecht darunter. Also was heißt, danach muss man eben voll dafür bezahlen, für den Fehler, den man gemacht hat. Und da kann kein Psychologe sagen, war nicht so, der ist nur beschränkt. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, das entscheidet aber die Justizanstalt. Ja, das war es dazu, zu Recht und Pflichten. Nächstes Thema wäre dann Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht. Aber bis dahin wünsche ich noch viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.